Heute stelle ich euch eine namenlose Longine der 1960er Jahre vor mit dem Kaliber 30 LS. Und diese Uhr ist tatsächlich die einzige Longine in meiner Sammlung und war auch ein echter Spontankauf, insofern als dass ein befreundeter Uhrmacher die Uhr gerade frisch aufgearbeitet und vor allem das Werk revidiert hatte und sie mir zeigte und ich habe sie einfach spontan gemocht und habe dann gesagt, wunderbar, die nehme ich mit, warum nicht, habe noch keine Longine, wer weiß, vielleicht ist es der Beginn einer, ja, vielleicht dann auch kleinen Mini-Sammlung Longines. Mal schauen, was sich so ergibt. Die Uhr selbst, oder die ist eigentlich eine elegante Dresswatch von Longines, aber Longines selbst ist ja eine sehr alte, altehrwürdige Schweizer Uhrmarke, 1832 in Saint-Imier gegründet, wo die Firma auch heute noch ist. Und eine tolle Marke insofern, als dass sie wirklich ein sehr ausgeprägtes auch historisches Bewusstsein haben. Das Museum, das Archiv und haben wir auch schon von Kollegen gehört, die dann auch so ihre alten Longines ganz gut haben einschätzen lassen noch und auch mit historischen Dokumenten belegen lassen von deren Archiv. Die haben da wirklich einen guten Kundenservice. Und eigentlich ist Longines bekannt für Chronographen, die haben schon sehr früh auch Chronographen im Angebot gehabt von vorzüglicher Qualität und dementsprechend auch mit Sport, Zeitmessung, Olympische Spiele etc. und natürlich auch der Fliegerei verbunden. Zum Beispiel 1927, Charles Lindbergh, Atlantiküberquerung, war Longines als Zeitnehmer mit im Spiel und in dem Jahr 1927, in dem eben Rolex am Hals von der Mercedes Gleize eine Oyster über den Ärmelkanal hat schwimmen lassen, hat eben Longines den Atlantik überquert mit Flugzeug. Also auch da ein bisschen so hier Taucheruhr versus das ist Fluguhr. Sie haben zum Beispiel auch technologisch interessant das Patent auf den Flyback-Mechanismus damals gehabt. Und also gerade zum Thema Flyback werde ich auch noch mein eigenes Video drehen mit meinen Flyback-Uhren. Also wirklich auch technisch sehr, sehr innovativ. Ganz interessant. Im Rahmen der Quarzkrise in die Knie gegangen die Firma, wie so viele auch, und gehört jetzt zur Swatch Group. Heißt also auch seit den 80er Jahren keine Manufakturkaliber mehr. Damals ja, das, also auch das Kaliber hier ist ein Manufakturkaliber damals noch gewesen. Aber man muss sagen, obwohl Swatch-Konzern und eben klar Teil einer Massenproduktion mit also weit über 1 Million Uhren pro Jahr produziert, stellt die ETA, die ja zu Swatch gehört, anscheinend auch exklusiv für Longines noch Kaliber zur Verfügung. Also insofern haben die ein bisschen eine Zwischenstellung zwischen von der Stange ETA-Kalibern und reinen Manufakturkalibern. Zur Uhr selbst. Die Uhr, wie gesagt, namenlos. Man sieht ja hier auch keinerlei außer diesem sehr schönen Longines-Symbol, Longines-Logo, auch keinen Namen. Und das Kaliber ist aber das Prägende, nämlich das 30 LS. Und das Kaliber 30 L zunächst einmal ist ein Basiskaliber, das wirklich sehr viel verbaut wurde in anderen Uhren, also zum Beispiel die Flagship, vielleicht schon bekannt. Und 30 LS, das S ist einfach für die Zentralsekunde, weil das sonst klassische 30 L hat eine kleine Sekunde unten bei 6 Uhr. Und das Kaliber war so gut, dass also klassisch mit 18.000 Halbschwingungen pro Stunde, aber wirklich sehr gut, sehr robust gebaut, sehr präzise, so präzise, dass eben auch einige von diesen Uhren dann auch Chronometer-Zertifikat hatten, gerade in diesen höherpreisigen Flagship-Modellen. Das war hier bestimmt eine eher, weil sie auch namenlos ist, eine eher basale Uhr damals in den 60er Jahren, also auch so ja, vom Gehäusematerial etc., vom Zifferblatt, würde ich das einfach mal so einschätzen. Aber das Kaliber läuft auch bei mir sehr gut, also der Handabzugskaliber läuft wirklich ja, sehr gut im Alltag, auch zuverlässig. Und ich zitiere aus dem zeitgenössischen Longines-Katalog, in dieser Uhr verbindet sich technische Vollkommenheit mit schlichter Eleganz. Und das ist was, was ich mir jetzt gerne noch ein bisschen anschauen möchte, denn die Uhr gefällt mir vor allem. Also erst einmal ist sie eine klassische 60er-Jahre-Uhr. Soweit ist einfach durch nichts Besonderes. Ja? Aber wer meine Videos kennt, weiß, ich liebe 60er-Jahre-Uhren. Und gerade diese klassische Form mit diesem gewölbten Glas hier und diese feinen Hörnerbandanstöße. Das ist etwas, was ich einfach sehr gern mag, diese Ästhetik. Hinten auch sehr schlicht, also wirklich steht gar nichts drauf hinten, klassischer Boden auch. Und, aber was mir an dieser Uhr besonders gefällt, neben dieser, wie gesagt, schlichten Eleganz, ist, dass die auch vom Zustand her eine sehr, sehr schöne, für meinen Geschmack wirklich ganz tolle Patina hat. Wenn hier ein bisschen so mit dem Licht spielt, genau, dann sieht man auch auf dem Zifferblatt so leicht gesprengt, genau.
Und die Indizes, die applizierten Zahlen, die 6, die 9 hier, das Longines-Logo, die Zeiger, das ist also natürlich auch gerade in diesem schönen, warmen, angenehmen Licht, das gefällt mir wirklich sehr gut. Also das ist so ein Zifferblatt, in das ich mich auch so vertiefen kann, weil es wirklich auch so eine sehr interessante Struktur hat am Rand überhalb der 12, so hier diese so leichte Abrieb. Also will sagen, ich finde, diese Uhr verkörpert ein bisschen ähnlich wie meine alte Omega Seamaster, die ich ja schon vor längerer Zeit vorgestellt habe. Diese Uhr verkörpert eigentlich eine Sache, die ich an diesen Vintage-Uhren so gern mag, nämlich dieses schöne, diese Patina, diese Zeichen der Zeit, die aber trotzdem die Grundaussage der Uhr, die Grundästhetik nicht verändern. Also ist ja nicht irgendwie kaputt, die Uhr. Ja? Also wirkt ja nicht irgendwie versifft, sondern ist einfach wirklich, ja, würde ich sagen, würdevoll gealtert. Und das finde ich an dieser Uhr hier auch hier immer ganz toll. Diese Effekte um die 9 herum, die mir einfach sehr gut gefällt. Insofern eine Uhr, wie gesagt, ein Solitär in meiner Sammlung, wer weiß vielleicht noch, von einer tollen Marke, mit einer tollen Historie, mit einem sehr, sehr guten Manufakturkaliber, die sich einfach gut trägt, angenehm trägt und im Alltag Freude bereitet und ohne Datum auch ganz einfach einsetzbar ist. Die Longines namenlos der 1960er Jahre mit dem Kaliber 30 LS.